Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin gerade hier mit Emma und ja, wir befinden uns gerade noch direkt am Hof. Neben den Ställen, da hinten seht ihr die Enten. Wir laufen jetzt aber hier entlang, also wir laufen jetzt einfach über die Wiese hier direkt neben dem Haus. Ja, hier ist jetzt auch zum Beispiel der Kuhstall, also da sind die Kühe. Und ja, wir laufen jetzt über die Wiesen und laufen dann, also wir laufen jetzt von den Wiesen direkt neben dem Hausstall direkt rüber zu den anderen Wiesen und gehen dann da spazieren, denn wie ihr sehen könnt, hat es geschneit. Und ja, Emma liebt ja den Schnee, jetzt sucht sie gerade übrigens nach Mäusen und steckt ihre ganze Schnauze in den Schnee. Ja, das scheint wohl gerade eine Maus zu sein. Das findet sie auf jeden Fall immer sehr toll. Und ja, Emma liebt, wie gesagt, den Schnee. Da ist sie immer richtig motiviert und wirkt auch immer gleich nochmal jünger, als sie eigentlich ist. Also sie ist ja schon 14 Jahre alt. Und wir laufen auch nicht mehr so große Runden mit ihr. Ich gehe ja häufig im Wald spazieren. Da geht es dann halt auch meistens gleich bergauf und auch wieder bergab. Aber heute laufen wir mal ein bisschen über die Wiesen, weil da ist es relativ lang noch gerade. Jetzt laufe ich hier gerade übrigens am Bach entlang. Der fließt übrigens direkt ja, neben den Koppeln und Wiesen. Und hinterm Bach geht es dann weiter zu den anderen Wiesen, wo wir jetzt spazieren gehen. Und ja, ich denke mal, wir werden heute eine etwas größere Runde schaffen, weil ja, beim Schnee ist Emma immer motiviert und wie man sieht, sie läuft jetzt auch ziemlich voraus. Also sie läuft auch, ich sag jetzt mal, nicht so ganz entspannt und ein bisschen schneller. Und dann ist sie immer motiviert und ich mache sie auch los. So, also da sieht man jetzt, die Wiesen sind wirklich sehr, sehr groß und da kann sie auf jeden Fall schön weit laufen. Und eigentlich bleibt Emma immer sehr im, ja, Bereich so um mich herum, also so 2 Meter Entfernung. Früher war das nicht so, also als sie jung war, war sie auch mal gut 100, 200 Meter weiter weg. Jetzt, wo sie aber alt ist, bleibt sie meistens relativ nahe bei einem, weil sie einfach nicht mehr so kann. Aber wie ihr seht, ist sie jetzt auch über 20, fast schon 30 Meter weiter weg wie ich. Ja, das liegt am Schnee, da ist sie einfach motivierter. Und ja, deswegen machen wir heute eine etwas größere Runde, also ich spreche jetzt hier so von circa einer halben Stunde bis vielleicht, ja, halbe, dreiviertel Stunde. Mal gucken. Ja, und ich werde euch ein bisschen mitnehmen. Und ja, also es ist wirklich richtig schön alles zugeschneit. Also ich persönlich mag den Schnee ja auch richtig gern. Also ich liebe den Schnee. Ich mag aber auch den Sommer sehr gerne. Und ja, Emma ist halt im Winter sehr motiviert, weil sie riecht natürlich die Spuren von den Tieren sehr gut. Sie nimmt da immer richtig gern die Fährten auf. Hier laufen wir jetzt übrigens gerade an einer Koppel vorbei. Die ist aber nicht von uns, also ja. Und hier gabelt sich so der Weg. Ich werde jetzt erstmal rechts lang gehen. Ja. Und hier geht es dann übrigens nochmal rechts. Ja. Hier ist auch richtig schön. Also hier ist richtig viel Schnee. Ich laufe echt sehr gerne. Und wenn viel Schnee liegt, laufe ich noch lieber. Das macht es natürlich auch mehr Spaß, weil halt auch alles so schön aussieht. Ja. Emma ist immer sehr konzentriert, wie man sieht. Ja, sie findet halt alles sehr spannend und so im Schnee. Aber ist ja auch schön. Ja, und jetzt laufen wir halt erstmal den Weg hier rechts nach hinten. Da ist, wie man sieht, auch eine Wiese, die geht richtig weit nach hinten. Die ist richtig, richtig groß. Früher ist Emma da halt immer Riesenrunden und so gerannt. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist sie ja schon sehr alt. Aber sie läuft trotzdem noch sehr gerne, wie man sieht. Und ja. Also für ihr Alter ist sie wirklich noch recht fit und auch sehr motiviert. Im Sommer ist ihr halt oft zu warm, also zu heiß einfach. Deswegen laufen wir da auch nicht so große Runden. Und wie ihr wisst, laufen wir hauptsächlich im Wald. Ja, denn der ist zum einen sehr nah. Und zum anderen ist da im Sommer halt natürlich auch viel Schatten. Und ja, auf der Wiese sind halt dann auch so, ja, ich sag jetzt mal Bewirtschaftung und so. Und dann
lasse ich Emma lieber nicht drüber laufen. Ja. Wir laufen jetzt übrigens noch den rechten Weg. Also wir sind in so einem Rundweg zurückgekommen und laufen jetzt noch den rechten Weg. Also vorhin, wo ich es euch gezeigt habe, an der Gabelung, laufen wir jetzt links lang. Also von eben mir aus war es rechts gesehen, aber von euch aus dann der linke Weg. Ja, da links seht ihr auch wieder die Koppeln und Zäune. Und hier sind wir jetzt am Wald, allerdings an der anderen Seite vom Wald. Also sonst gehen wir immer von der vorderen Seite und das ist jetzt quasi hier die Rückseite vom Wald. Ja. Ich gehe aber nicht in den Wald, weil ja, wir sind jetzt schon eine Weile unterwegs und ich denke, ich laufe jetzt mal bis zum Waldrand und dann laufen wir auch wieder zurück. Ja, man sieht voll Emmas Fuß, Tapsa, denn vor uns ist ja scheinbar noch keiner lang gelaufen. Es ist auch noch recht früh. Ich glaube, jetzt ist 10 oder so. Also, was heißt recht früh? Ja, also hier auf den Wiesen laufen nicht so viele Leute. Also, ja, deswegen sind wir jetzt die Ersten, die hier unterwegs sind. Wir laufen jetzt gerade über die sehr, sehr große Wiese direkt zurück zum Haus. Ja, ich laufe manchmal auch sehr gern über die Wiese. Und jetzt kommen wir aber gleich wieder zum Weg, der dann über die Straße führt und dann halt wieder zurück Richtung Stall. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.